Ja, liebe Geschwister, die heutige Predigt trägt den Titel Angriffe auf das Wort der Wahrheit. Und wir hatten in der vergangenen Woche schon einen tollen Einstieg in das heutige Thema durch die stille Zeitvorbereitungen. Wir durften gemeinsam den Psalm 119 anschauen. Dabei durften wir die Davids Liebe zu Gottes Wort erkennen. Wir durften seine Freude und sein Staunen über Gottes Wort sehen und wir durften seine tiefe Sehnsucht nach Gottes Wort erkennen. Warum ist das so eine gute Vorbereitung für das heutige Thema? Im Zentrum unseres heutigen Textes steht das Wort. Das Wort der Wahrheit, wie es hier genannt wird. Ich bin überzeugt, ohne eine Liebe zu diesem Wort der Wahrheit versteht man den heutigen Text nicht und man kann ihn auch nicht anwenden. Wir müssen verstehen, was das Wort der Wahrheit ist, was es für mich, für dich bedeutet, um zu verstehen, warum wir es so sehr brauchen und warum jeder Angriff auf das Wort der Wahrheit gefährlich ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben für eine biblische Wahrheit, die uns unerschütterliche, lebendige Hoffnung geben soll. In unserem Text, hier im Predigttext, im 2. Timotheusbrief, wird genau diese Wahrheit auch als Beispiel genannt. Es ist die Wahrheit der Auferstehung. Wir brauchen ein biblisches Verständnis davon, damit diese Wahrheit uns lebendige Hoffnung geben kann. Dazu müssen wir sein Wort, das Wort der Wahrheit, kennen. Und eine falsche Lehre davon kann unseren Glauben in den Abgrund reißen. Genau das steht in unserer heutigen Stelle. Hymenäus und Philetus haben in der Gemeinde viel Unheil angerichtet mit einer falschen Lehre von der Auferstehung. Nähern wir uns der Lehre von der Wahrheit der Auferstehung und stellen wir uns folgende Frage. Stellt euch vor, ein lieber Freund oder euer Vater oder eure Mutter, Ehemann, Ehefrau oder euer geliebtes Kind stirbt. Wenn ihr wisst, dass dieser Mensch ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, dann wisst ihr, dass sein Leben in Gottes Gnade auch nach dem Tod sicher ist. Gibt euch das Hoffnung? Ja, natürlich werdet ihr sagen, aber worin liegt diese Hoffnung genau? Was ist die Hoffnung der Auferstehung nach der Schrift? Sehen wir uns dazu ganz kurz das Leben oder besser den Tod des Lazarus an. Lazarus stirbt, und Jesus kommt zu Maria und Martha, den Schwestern des Lazarus, und Jesus spricht zu Martha in Johannes 11, 25 bis 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus weckt dann den Lazarus von den Toten auf zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird, so sagt er es. Aber ich frage euch, was ist die Hoffnung der Auferstehung für Lazarus, für Maria und Martha nach den Worten Jesu? Lazarus hat danach, nach diesem Wunder, wieder gelebt und ist wieder gestorben. War das die Hoffnung der Auferstehung? Nein. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Jesus spricht von einer Auferstehung, die uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott führt. Er spricht vom ewigen Leben in seinem kommenden Reich, das wir aus Glauben an ihn haben dürfen, nicht von diesem irdischen und vergänglichen Leben in diesem Zeitalter. Die Hoffnung der Auferstehung hofft auf etwas, das Bestand hat. Es ist eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Lazarus wird teilhaben an dieser Auferstehung. Das ist die lebendige Hoffnung, die er hat und die wir haben. Lazarus spürte in seinem weiteren Leben nach diesem Wunder wieder Leid, Schmerz und Verzweiflung.
War das die erfüllte Hoffnung der Auferstehung, von der Jesus sprach? Nein. Lazarus war im Glauben zugesagt, dass er eines Tages kein Leid mehr haben wird, dass er vollkommen erfüllte Freude bei seinem Herrn haben wird, der ihm alle Tränen abwischt. Und auch der Maria und der Martha wird Gott im Glauben eines Tages jede Trauer hinwegnehmen, aber nicht hier und jetzt. Maria und Martha mussten eines Tages wieder um Lazarus weinen, wenn er früher starb. Ja, Lazarus hatte wieder gelebt, in dieser Welt als sündiger Mensch, inmitten einer sündigen Welt. War das seine erfüllte Hoffnung? Nein. Wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, die bei Gott ist. Wir dürfen uns freuen auf eine Ewigkeit ohne die Angriffe und die Auswirkungen der Sünde in Herrlichkeit. Lazarus spürte auch in seinem weiteren Leben Entfernung von Gott. War das seine Hoffnung? Nein. Wir dürfen uns freuen auf die ewige Gegenwart Gottes, in die wir hineingenommen werden. Behaltet dieses Beispiel von einer biblischen Wahrheit in Erinnerung. Wir kommen darauf zurück, wenn wir uns anschauen, wie falsche Lehrer wie Hymenäus und Philetus uns diese Hoffnung rauben wollen. Warum wissen wir, was die Hoffnung der Auferstehung für uns bedeutet? Das wissen wir nach dem Wort der Wahrheit, nach der Schrift. Sein Wort gibt uns Hoffnung, weil es wahr ist. Eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die auf einer Zusage beruht, die wahr ist. Gottes Wort ist wahr und hundertprozentig zuverlässig. Ihm können wir uneingeschränkt vertrauen. Sein Wort der Wahrheit ist es auch, das uns zeigt, wer und wie er ist in Wahrheit. Sein Wort der Wahrheit gibt uns daher auch allein wahre Orientierung im Leben. Sein Wort der Wahrheit steht daher von Beginn an unter ständigem Angriff des Vaters der Lüge. Satan tut alles, um die Lüge über die Wahrheit zu stellen, um sie so zu verdecken. Oder die Lüge neben die Wahrheit zu stellen, um uns abzulenken oder zumindest die Wahrheit mit ein wenig Unwahrheit zu vermischen, damit wir verwirrt werden. Sein Ziel ist es, unser Vertrauen auf Gottes Wort und dadurch zu ihm selbst zu erschüttern und möglichst zu zerstören. Gottes Geschichte mit uns ist eine Liebesgeschichte. Wir Christen dürfen wissen, Gott liebt uns als seine Kinder und wir sollen ihn lieben, als unseren Vater. Unser Glaube, unser Vertrauen ist dabei eine Notwendigkeit, aber auch eine natürliche Folge aus dieser Liebe. Und genau das will der Widersacher angreifen. Er will uns dessen berauben. Er kann nicht Gott selbst angreifen. Im eigentlichen Sinne kann er auch nicht sein Wort der Wahrheit angreifen, denn das steht eben sicher und unerschütterlich. Aber was kann er machen? Er will uns etwas anderes geben. Es ist die Lüge, es ist das Abweichende und das ist es, was die Bibel eine andere falsche Lehre nennt, ein anderes Evangelium, Irrlehre. Hat Gott wirklich gesagt? Der Teufel ist der Meister des Zweifels und wo der Zweifel gesät wird und wo ihm Raum gegeben wird, da wird Vertrauen zerstört. Seine nächsten Worte im Garten Eden waren, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hier sehen wir eine Halbwahrheit, also eine Wahrheit vermengt mit Lüge. Gott hat nämlich nie gesagt, Adam und Eva dürfen nicht von allen Bäumen essen, aber sehr wohl von einem speziellen nicht. Man kann richtig erkennen, wie der Teufel in unsere Gedanken eindringen will durch eine Frage, die uns eine halbwahre und damit ganz falsche Vorstellung von Gottes Gebot gibt. Und gefolgt wird das Ganze schließlich von einer glatten Lüge. Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr davon esst. Satan operiert mit Halbwahrheiten und Lüge und wann immer es ihm möglich ist, will er vollkommene Zerstörung erreichen, aber zumindest Verwirrung.
halten wir fest. Wann immer etwas entgegen der klaren biblischen Aussage steht, der biblischen Lehre etwas hinzugefügt wird oder etwas weggenommen wird oder auch nur Zweifel daran gesät werden, um die biblische Lehre aufzuheben, dann ist es eine Gefahr mit fatalen Folgen, auch im Zeugnis anderen gegenüber. Auf die Folgen kommt unser Text noch zu sprechen. Wir verstehen also, dass diese Warnungen davor in der Schrift einen breiten Raum einnehmen. Das ist kein Relikt aus der damaligen Zeit, das ist aktueller denn je. Wir können uns daher folgende Fragen stellen und diese Fragen könnt ihr euch dann auch nach der Predigt mitnehmen. Nehmen wir das ernst? Prüfen wir hier die Dinge, die auf uns einströmen? Ist die biblische Lehre nur etwas für ein paar Experten? Verlassen wir uns einfach darauf, dass wo Jesus draufsteht, auch Jesus drin ist? Oder prüfen wir alles an seinem Wort der Wahrheit? Paulus beginnt daher in Vers 14 mit: Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn. Er beschwört den jungen Gemeindeleiter Timotheus, das Nachfolgende immer wieder in Erinnerung zu bringen und ernstlich vor dem Herrn zu bezeugen. Heute schauen wir uns ja nur die Verse 14 bis 18 an. Das nächste Mal geht es mit den Versen 19 bis 21 weiter. Und im heutigen Text schildert Paulus zwei verschiedene Arten von Angriffen auf die Wahrheit. Erstens im sogenannten Wortstreit im Vers 14. Und zweitens in den unheiligen und nichtigen Schwätzereien in den Versen 16 bis 18. Und im Mittelpunkt der Angriffe steht das Wort der Wahrheit im Vers 15, das nicht nur Ziel der Angriffe ist, sondern auch Grundlage für alle Verteidigung. Vielmehr noch Grundlage für jede Ausrichtung und Auferbauung. Paulus beginnt mit den sogenannten Wortstreitigkeiten. In Vers 14 geht es weiter, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Man könnte vielleicht denken, ah ja, haha, hier haben wir es. Das ganze Wortdeuteln und Buchstabenreiten wird verurteilt. Warum kann man sich mit einer Bibelstelle nur so beschäftigen, dass man auf jedem Wort herumreiten muss? Daraus kommen ja nur Streitereien. Doch damit liegt man völlig falsch, wenn man den Text nur weiterliest. Da heißt es dann plötzlich im Vers 15, dass man eifrig danach streben soll, das Wort der Wahrheit recht auszuteilen. Die eifrige Beschäftigung mit dem Wort Gottes wird hervorgehoben. Dann muss der Wortstreit im Vers 13 etwas anderes sein. Hier geht es tatsächlich um unnützen Streit, nicht aber um das Wort Gottes, sondern gerade über die Dinge, die außerhalb des Wortes Gottes stehen. Deshalb ist dieser Streit unnütz. Vers 15 zeigt uns, dass das Gegenteil von unnützen Wortstreit das richtige Behandeln und Lehren von Gottes Wort ist. Der Wortstreit führt weg von der Schrift. Der Begriff des Wortstreites um nichts Nützliches kommt nämlich öfters in der Schrift vor und es geht immer um einen Streit, bei dem Menschen über die Schrift hinausgehen und sich daraus neue Erkenntnisse erhoffen. In Titus 3,9 heißt es zum Beispiel, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. In 1. Timotheus 4,7 heißt es, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. In der NGÜ heißt es dazu kindische Spekulationen. Eine zentrale Stelle, die den Unterschied aufzeigt zwischen biblischer Lehre und falscher Lehre, die unter anderem zu solchem Wortstreit hinführt, ist 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 5. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet
und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nicht, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. In diesen und anderen Stellen werden Streitfragen über Geschlechtsregister und Fabeln und mystische Auseinandersetzungen über das Gesetz und über die Regeln, die dem Gesetz noch übergestülpt wurden, aufgezählt, sowie Spekulationen, die über die Schrift hinausgehen. Also Streitpunkte über außerbiblische Informationsquellen, Erkenntnisse und Spekulationen im Gegensatz zu den gesunden Worten der biblischen Lehre. Dieser Wortstreit um völlig Unnützes ist der erste Ablenkungsversuch des Feindes vom Wort Gottes. Frei nach dem Motto, gib ihnen irgendeine außerbiblische Erkenntnis, einen solchen Gedanken, eine solche Lehre, eine Legende, eine fromme Geschichte, die gut klingt und nicht im Wort Gottes gegründet ist. Und lass sie darüber streiten. Hauptsache, du stiftest Verwirrung und das Wort Gottes wird verdrängt. Ihr Lehre beginnt nicht nur dort, wo Gottes Wort bestritten und vollkommen verleugnet oder manipuliert oder missbraucht wird. Ihr Lehre beginnt schon bei jeder Lehre, die bewusst über das Wort der Wahrheit hinausgeht oder daran vorbeigeht oder etwas wegnimmt. Das soll zur Verwirrung führen, wie es im Vers 14 heißt. Verwirrung zu stiften ist eine alte Taktik des Feindes. Es kann für die Zuhörer das darstellen, was uns schon das hier verwendete griechische Wort sagt. Das Wort im Griechischen für Verwirrung heißt hier Katastrophe. Verderben, Schaden soll es ausdrücken. Es ist gemeint das Gegenteil von Aufbau, also Zerstörung. Der Herr will Beschäftigung mit dem Wort Gottes zur Aufbau. Der Widersacher will Beschäftigung mit allem anderen zur Zerstörung. Der Teufel ist auf Zerstörung aus, auf Verwirrung, auf Katastrophe. Wir sollen aber auf göttliche Auferbauung aus sein. Und daher kommt Paulus jetzt zum Gegenteil der Zerstörung, zur Grundlage jeder Auferbauung. In Vers 15 heißt es, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu weisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Der bewährte Arbeiter hält sich an Gottes Wort. Was ist das Wort der Wahrheit? Das Wort der Wahrheit ist Gottes Botschaft an die Menschheit. Und das ist Gottes Wort, die Heilige Schrift, die Bibel, in dessen Zentrum das Evangelium von Jesus Christus steht. Es gibt solche, die sagen, ja, aber Jesus ist das Wort Gottes. Und dazu wird gedacht und nicht ein Buch, nicht die Bibel. Ihr habt vielleicht auch schon Aussagen gehört wie, die Bibel wird von euch derart erhöht, dass sie für euch schon die vierte Person in der Dreieinigkeit ist. Dem muss man mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Diese Aussage verkennt völlig Jesu Verhältnis zur Schrift und zeigt nur einen Mangel an Kenntnis von Jesu Wesen und vom Wort Gottes auf. Ja, Jesus ist das Wort Gottes, vollkommen richtig. Er ist auch die Wahrheit an sich. Aber fangen wir mit der Frage an, woher du das weißt. Aus der Schrift.
woher weißt du, wer und wie Jesus war und ist und für immer sein wird? Woher weißt du, was er gesagt hat und woher weißt du, was er für uns und für dich getan hat und tun wird? Aus der Überlieferung in der Schrift. Jesu Verbindung zum geschriebenen Wort ist eine vielfältige. Die Schrift bezeugt ihn, heißt es. In Johannes 5, 39 sagt Jesus selbst: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und damit deutet er auf das Alte Testament, das genau wie das Neue Testament von ihm Zeugnis gibt. Und zweitens, die Schrift, das geschriebene Wort Gottes, geht aus ihm hervor. Wir lesen in Hebräer 4, 12, speziell mit dem Blick auf das geschriebene Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dieses Wort, als Schwert beschrieben, geht aus Jesus hervor. In Offenbarung 1,16 wird Jesus beschrieben. Und er, Jesus, hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Jesus ist das A und das O, auch des geschriebenen Wortes. Jesus selbst weist daher auf das geschriebene Wort hin, wenn er immer wieder sagt, es steht geschrieben. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in seinem hohenpriesterlichen Gebet über das Wort Gottes zum Vater betet in Johannes 17, Vers 16, dein Wort ist Wahrheit. So wie Jesus die Wahrheit ist. Wir sehen also aus dem, was Jesus selbst sagt und wer er ist, eine untrennbare Verbindung von Jesus und dem geschriebenen Wort Gottes. So bezeichnet Jesus in Johannes 10, 34 bis 36 die Schrift als das Wort Gottes, das nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Er, das Wort Gottes, bezeichnet die Schrift, die Bibel, als das Wort Gottes. Muss uns das verwundern? Nein. Sein Geist hat die Schrift inspiriert, damit wir durch menschliche Werkzeuge hundertprozentig zuverlässig das übermittelt bekommen, was er zu sagen hat. Deswegen sagt Jesus in Johannes 16, 13 bis 15, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus, der die Wahrheit ist, macht klar, dass er nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, herabsenden würde, damit dieser von ihm, von Jesus nehmen wird und den Aposteln geben würde, damit sie das ganze Wort der Wahrheit aufschreiben können. Kennt ihr die Bibeln, in denen Jesu Worte in roten Buchstaben geschrieben sind? Wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt, dass der Geist alles von ihm genommen hat und der Geist es weitergegeben, eingegeben hat, dann muss die ganze Schrift in roten Buchstaben geschrieben werden. Es gibt nur das eine geschriebene Wort Gottes. Es gibt das, was der Vater wollte, dass gesagt wird, dass er an den Sohn weitergab, so wie dieser es durch den Geist weitergegeben hat, an die Apostel wie bereits zuvor an die Propheten. Die Schrift ist ein Ergebnis des Wirkens des dreieinen Gottes. Es ist eben Gottes Wort. Und das gilt für Altes und Neues Testament.
Deshalb steht auch im zweiten Brief an Timotheus, und ein Kapitel nach unserer heutigen Stelle: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wohin gehen wir, um das Wort der Wahrheit zu hören und jede Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und Erziehung zu bekommen, die wir für alles Gute brauchen? Wir lesen sein Wort, die Bibel. Und wir werden Hörer und Täter des Wortes. Das Wort führt uns daher in die rechte Beziehung zu Gott. Das Wort führt uns daher dazu, dass der Geist, der es gegeben hat, auch in uns wirken und uns verändern darf. Es führt zu lebendigem Glauben. Und alles, was das Wort der Wahrheit angreift, will daher unseren Glauben angreifen. Es ist daher bereits ein Angriff auf die Wahrheit, wenn jemand versucht, Jesus gegen Gottes geschriebenes Wort auszuspielen. Hier gibt es eine untrennbare Verbindung. Sein Wort, sein Evangelium, die biblische Lehre ist das Wort der Wahrheit. Und dieses sollen treue Arbeiter recht teilen oder austeilen, wie es hier in Vers 15 heißt. Wörtlich bedeutet das Wort, das hier verwendet wird, schneiden. Es ist eine Metapher. So wie der Vater oder der Diener im Haus, der das Brot für die Kinder recht verteilt. So soll das Wort verteilt werden. Es geht um das Vermitteln des Wortes ohne Abweichung, genau unverfälscht und jedem, wie er es bedarf. Es hat auch den Aspekt von das Wort recht behandeln, im Gegensatz zu den falschen Lehrern, die das Wort missbrauchen und für ihren eigenen Nutzen verwenden. Die Wahrheit soll klar dargestellt werden und aller Irrtum abgeschnitten werden. Gott will uns allen durch seinen Geist immer mehr Verständnis für sein Wort schenken. Daher ist das rechte Austeilen des Wortes der Wahrheit nicht nur Auftrag für die Lehrer, sondern auch ein Auftrag an uns alle zur Beschäftigung mit seinem Wort und zur Prüfung anhand der Schrift. Wenn hier das Bild von Austeilen, von Nahrung, von Brot gebraucht wird, dann ist es auch der Aufruf im Haus Gottes. Es ist angerichtet. Kommt und esst und schmeckt, wie köstlich Gottes Wort ist und lebt davon. Wir haben keine Ausrede, nicht in der Schrift zu forschen. Martin Luther sagte, die Heilige Schrift ist unser Weingarten, in dem wir alle arbeiten sollen. Ja, noch mehr. Wir sollen es lieben, darin zu arbeiten und zu forschen. Denkt an Psalm 119, denkt an David und denkt an viele andere Aussagen in der Schrift. Wir dürfen aber auch erkennen, dass das rechte Austeilen des Wortes der Wahrheit mit Arbeit zu tun hat. Das ist es, was gute Auslegung ausmacht. Und dabei wirkt sein Geist. Als Nachfolger Christi haben wir aber keine Entschuldigung dafür, dass wir die biblische Lehre nicht kennen, weil uns der ganze Ratschluss Gottes zur Verfügung steht, wie es in Apostelgeschichte 20,27 heißt. Jetzt kommen wir zu ihrer Lehre im engeren Sinne und ihren Folgen. Wir lesen weiter: Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Durch den Wortstreit hat Paulus schon einen Angriff auf das Wort der Wahrheit dargestellt. Es sind alle außerbiblischen Ablenkungen von der Wahrheit, die Verwirrung stiften sollen.
Wie man jetzt an dem Beispiel von Hymenäus und Philetus in den Versen 17 und 18 erkennen kann, kommt Paulus jetzt auf eindeutige Irrlehre zu sprechen, die jedoch in einem biblischen Deckmantel daherkommt. Das Wort, das hier um sich frisst, ist das Gegenstück zu dem Wort der Wahrheit. Es geht wieder um einen Angriff auf die Wahrheit. Die falschen Lehrer Hymenäus und Philetus sind von der Wahrheit abgeirrt, steht hier. Oder in anderen Übersetzungen, sie haben sich von der Wahrheit entfernt. Das ist eine ganz ernstzunehmende Sache. Es geht hier nicht um bloße Meinungsverschiedenheiten oder Auslegungsvarianten auf der Grundlage biblischer Wahrheit. Sie haben sich von dem entfernt, was ihnen als Wahrheit überliefert wurde. Das kann aber auch ein langsames Abdriften von der Wahrheit beschreiben, kleine Abweichungen. Auch das Spielen mit falschen Ideen und Philosophien führt langsam weg von der Wahrheit. Genauso wie klar unbiblische Lehren. Das Wort vom Abirren und Entfernen von der Wahrheit will uns ein ganz wichtiges Bild vermitteln. Stellt euch den Navigator eines Schiffes vor. Der Navigator eines Schiffes hat das Ziel des Schiffes vor Augen und er setzt eine Route. Danach muss er darauf achten, dass der Kurs bewahrt wird, damit das Ziel nicht verfehlt wird. Dabei muss er auch auf kleine Abweichungen achten. Denn gerade bei langen Routen wirkt sich auch eine geringfügige Abweichung stark aus. Und das Ziel wird nicht erreicht. Außerdem muss das Schiff auch sicher durch Untiefen gelenkt werden, um nicht Schiffbruch zu erleiden. So verhält es sich auch mit dem Wort der Wahrheit. Der bewährte Navigator, der bewährte Arbeiter am Wort Gottes muss diesen Kompass und diese vollkommene Orientierungsmöglichkeit nutzen, um sicher ans Ziel zu kommen. Wir alle sollten genauso sorgfältig mit der Schrift umgehen bei unserer geistlichen Orientierung. Wie ein Navigator mit seinen Präzisionsnavigationsgeräten. Falsche Lehrer, Irrlehrer, aber bringen uns von der Wahrheit weg. Und was ist die Folge? Sie haben den Glauben von etlichen umgestürzt, heißt es hier in Vers 18. In 1. Timotheus 6, 20 bis 21 lesen wir: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Das Ziel verfehlt. Schiffbruch. Das ist eine logische Konsequenz, wenn man sich nicht an das Wort der Wahrheit hält. Eine sehr, sehr ernste Warnung. Dieses unheilige, nichtige Geschwätz, von dem hier die Rede ist, ist daher nicht eine Plauderei unter geschwätzigen Leuten, das soll dieses Wort nicht ausdrücken, sondern es ist jede Lehre, die von Gott und von seinem Wort wegführt, unheilig und gottlos ist. Das ist ihr Lehre. Sie führt weg von Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es geht also um fundamental falsche Lehre, die zu solcher Zielverfehlung führt. Das ist ein Angriff auf die Wahrheit, die uns ins Wanken bringen will, der zerstören will. Das Wort für umstürzen bedeutet auch zerstören, zu Fall bringen. Es ist der Versuch, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen, uns die Sicherheit im Glauben zu rauben. Satan will uns zumindest in unserer Überzeugung und in unserem Glaubensleben, in unserem Vertrauen und in unserer Treue zu Fall bringen. Auch wenn Gott treu bleibt, das haben wir ja letzte Predigt
gehört. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Aber Satan will uns zur Untreue bringen. In Titus 1,11 sagt Paulus über die Irrlehrer, denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Machen wir uns den Ernst dieser Warnung bewusst. Welche Zerstörung bezüglich Segen, Dienst und Werk können wir auch bei wahren Kindern Gottes erkennen? Und welche Auswirkungen sehen wir auf diejenigen, die noch gar nicht zum rettenden Glauben gekommen sind? Satan will zerstören. Und deshalb wird uns die Folge von derartigen Irrlehren auch in drastischen Worten beschrieben. Zum einen, solche Irrlehren fördern noch mehr die Gottlosigkeit, wie es im Vers 16 heißt. Es ist hier von Fortschritt die Rede. Aber ein schlechter Fortschritt, ein Fortschritt von Gott weg, immer weiter und weiter. Und das Zweite, was hier genannt wird, solche Irrlehren fressen um sich wie ein Krebsgeschwür, wie Wundbrand. Die Folge von Irrlehre wird hier mit einer um sich greifenden, zerstörenden, tödlichen Krankheit verglichen. Der medizinische Begriff, der hier am ersten dafür gebraucht wird, ist Gangrän, Wundbrand. Wundbrand führt zu Verwesung im Körper, die dann auftritt, wenn ein Teil des Körpers von der normalen Blutzirkulation und der Versorgung von Nährstoffen abgeschnitten ist. Ein Bild davon erspare ich euch. Wenn ihr hart im Nehmen seid, dann googelt mal nach Bildern von Gangrän. Dann könnt ihr verweste Körperteile sehen. Irrlehre will uns vom Wort der Wahrheit abschneiden. Stellt euch das geistliche Bild dazu vor. Die geistliche Unterversorgung, die von solchen Lehren ausgeht, hat schlimme geistliche Folgen. Geistliche Verwesung. Solche falschen Lehrer und Lehren kann man daher nicht einfach ignorieren. Wie Krebs und Wundbrand erfordert es ein entschiedenes und einschneidendes Handeln und Eingreifen. Oft hilft nur mehr Amputation. Welches Beispiel benutzt nun Paulus, wenn er von Irrlehren, von der Irrlehre des Hymenäus und Philetus spricht? Paulus benutzt eine spezifische Irrlehre als Beispiel für viele Irrlehren. Es ist die Irrlehre, die Hymenäus und Philetus in die Gemeinde gebracht haben, offenbar dort propagiert haben. Es ist die Irrlehre, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Es geht um die Vergeistlichung der Auferstehung. Diese sei schon bei der Bekehrung geistlich geschehen. Es wird geleugnet, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Weder die Auferstehung Jesu noch die leibliche Erlösung, die leibliche Auferstehung der Gläubigen am Ende der Tage sei körperlich real. In letzter Konsequenz wurde die gesamte Wirkung der Erlösungstat Jesu dadurch geleugnet. Denn machen wir uns Folgendes bewusst: Weil Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, kann er auch für unsere Auferstehung bürgen. Jesus, der Auferstandene, ist der lebendige Herr über unser Leben. Die Kraft der Auferstehung wirkt in uns. Die Auferstehung ist die Basis unseres Zeugnisses in der Welt. Und der leiblich Auferstandene wird auch leiblich zum Gericht wiederkehren. Wichtiger noch als diese spezielle Irrlehre ist, dass wir ganz allgemein aus diesem Beispiel einer Irrlehre einiges mitnehmen. Irrlehre
vermindert das Erlösungswerk Jesu. Ihr Lehre operiert mit bekannten Themen und Vokabeln. Auferstehung, Erlösung, Gnade. Ihr Lehre leugnet nicht immer das Ganze. Es bezieht sich oft auch nur auf Teilbereiche. Ihr Lehre will uns die Hoffnung nehmen bzw. falsche Hoffnung geben. Ihr Lehre greift zentrale Wahrheiten des Evangeliums an. Erinnert ihr euch an die Einleitung und wie uns die Lehre von der Auferstehung lebendige Hoffnung gibt? Ich will euch ein Beispiel einer aktuellen Irrlehre geben, die uns wie Hymenäus und Philetus die echte Hoffnung der Auferstehung nehmen will. Redding, Kalifornien. Es ist der 14. Dezember 2019. Die kleine, zweijährige Olive erwacht nicht mehr aus dem Schlaf. Sie stirbt. Keine Ausnahme. Etwa 15.000 Kinder sterben jeden Tag. Das ist eine traurige Tatsache, die uns umso mehr in die Arme des Erlösers bringen soll. Die Eltern der kleinen Olive glauben allerdings, dass Jesus hier und jetzt und für jeden Heilung und Selbstauferstehung anbietet. Der Glaube muss nur groß genug sein und die Kraft des Gebets muss groß genug sein. Die verzweifelten Eltern der kleinen Olive sind Mitglied der Bethel Church in Redding, Kalifornien. Sie glauben infolge der Lehre der Bethel Church, dass Jesus für diese Auferstehung bereits bezahlt hat. Und so bitten sie überall und über die sozialen Medien um Gebet für die sofortige Auferstehung ihrer Tochter. Am Tag 3 nach dem Tod posten sie im Internet, dass der dritte Tag ein guter Tag für eine Auferstehung sei und dass es nun auf die glaubenserfüllten Deklarationen der Gläubigen ankommt. Am Tag 4 posten sie, dass auch der vierte Tag ein guter Tag für die Auferstehung sei, dass der Glaube von anderen sich mit ihrem Glauben vereinen soll. Sie würden den radikalen Glauben und die Stärke spüren. Es müsse nur proklamiert werden. Es ist vollbracht. Komm zum Leben, Olive. Die ganze Bethel-Gemeinschaft und viele, viele Menschen auf der ganzen Welt, die von Bethel beeinflusst werden, haben in diese Gebete und sogenannten Proklamationen des Glaubens mit eingestimmt. Der Hashtag Wake Up Olive ging durch die sozialen Medien. Es gibt ein Video, auf dem die Gemeinde im ekstatischen Worship die Auferstehung der kleinen Olive erfleht. Und es kam, wie es kommen musste, Olive ist nicht auferstanden. Gerade weil mich die Trauer dieser Eltern so erschüttert, erschüttert es mich, welche falsche Hoffnung hier verbreitet wurde. Und hört mir gut zu, es ist eine falsche Hoffnung, die sie haben, die im Vergleich zur wahren Hoffnung der Auferstehung, die wir haben dürfen, ein Nichts ist, vollkommen nichtig. Dazu gleich. Was wir hier sehen, sind die Auswirkungen von falscher Lehre, die den Glauben von vielen umstürzen. Nicht nur die Tragik im Leben dieser Eltern, die sich auf falsche Hoffnung verlassen, sondern es geht um viele Menschen, die die wahre Hoffnung der Auferstehung nicht erblicken, beziehungsweise denen der Blick darauf vernebelt wird. Was ist die falsche Lehre? Ich könnte mit euch lang über die Lehren von Bethel sprechen, aber sehen wir uns nur das an, was die Eltern in diesen Posts vermittelt haben. Hier geht es nicht um die Vergeistlichung der Auferstehung, wie bei Hymenäus und Philetus, sondern um eine falsche Vorstellung der Auferstehung für das Hier und Jetzt. Denkt an Lazarus und an die Einleitung. Nein, Jesus hat nicht dafür bezahlt, dass wir unser irdisches Leben fortsetzen können. Das ist eine
falsche, fleischliche, egozentrische Lehre, die uns vor allem davon abbringen will, wofür Jesus wirklich bezahlt hat. Erlösung von den Sünden, echte Befreiung von dieser Welt und Gemeinschaft mit Gott, die in der Ewigkeit zur Vollendung kommt. Nein, es ist vollbracht, bedeutet nicht, dass er jedes Leid und jeden Schmerz hier in dieser Welt wegnehmen will und wird. Es ist vollbracht, spricht von einem viel größeren Werk, das Jesus erwirkt hat und in dem sich Gottes Gerechtigkeit und Gnade widerspiegelt. Nein, nicht alles, was wir proklamieren, trifft Kraft unserer Worte und unserer Vollmacht ein. Es ist allein sein Wille, der geschieht, und wir dürfen wissen, dass er auch in Leid und Schmerz an uns zum Guten arbeitet, sodass wir im Glauben beten können, dein Wille geschehe. Es ist der alte Zuspruch des Teufels, der uns hier, wie Jesus bei seiner Versuchung, alles Mögliche in dieser Welt versprechen will, dabei sogar die Bibel zitiert und uns dabei letztlich von Gott wegführen will. Glück, Erfolg und Heilung für jeden hier und jetzt und immer, das sind keine Zusagen Gottes in dieser Welt. Aber Zusagen des sogenannten Wohlstandsevangeliums, das unter anderem in Bethel gepredigt wird. Wer dabei stehen bleibt, bleibt bei Lazarus nach seiner ersten Auferstehung stehen. Bei einem Lazarus, der wieder in Sünde angefochten ist, der wieder Leid erfährt, der wieder stirbt und noch dazu in einer Lüge leben würde, die ihn von Gott immer weiter wegführt. Das ist nicht das Evangelium, das Maria, Martha und Lazarus zugesprochen wurde. Das ist Gott sei Dank nicht die frohe Botschaft von der Auferstehung zum ewigen Leben. Auf seiner Website erklärt Bill Johnson, der Pastor von Bethel, auch, wie kann Gott sich dafür entscheiden, jemanden nicht zu heilen, wenn er bereits ihre Heilung erkauft hat. Johnson fährt fort, er hat sich bereits entschieden. Es gibt da keinen Mangel auf seiner Seite. Aller Mangel liegt in dieser Gleichung auf unserer Seite. Man muss also nur genug Glauben haben. Und Gott heilt immer. Gott muss mich heilen. Gott muss mein Kind zurückbringen. Gott muss. Was für eine Verführung in der Botschaft einer angeblich göttlichen Macht, die uns gegeben ist. Was für eine falsche Vorstellung von Glauben. Was für eine falsche Vorstellung von dem, was wirklich gut für uns ist. Von dem, warum Gott Schmerz und Schwachheit in unserem Leben hier zulässt. Wie Gott mit uns zum Ziel kommt in unserer Schwachheit. Und was für eine falsche Vorstellung von dem, wer und wie Gott wirklich ist. Was für eine Irrlehre. Manche werden vielleicht sagen, ja, aber Bethel Church, Kalifornien, das betrifft uns doch nicht. Das ist doch weit von uns entfernt. Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Bethel und was damit zusammenhängt, ist mittlerweile eine weltweite Bewegung, die auch Gemeinden in Österreich erreicht. Circa 66 Millionen Menschen stehen mit der sogenannten Neuen Apostolischen Reformation in Verbindung. Das Awakening, eine regelmäßige, riesige christliche Veranstaltung, wurde letztes Jahr in Wien veranstaltet. Es bringt zigtausende Menschen in Stadien zusammen. Und es ist eindeutig eine Bethel-Veranstaltung. Bethel Music und Jesus Culture sind einer der größten christlichen Plattenlabels weltweit. Und die Lehren und Bücher von Bethel sind weltweit in vielen Gemeinden verbreitet. Und schließlich auch nur einen Mausklick entfernt. Und sie finden sich auch in deutscher Sprache in christlichen Buchläden. Das soll uns nur als Beispiel dienen, wie Hymenäus und Philetus zur damaligen Zeit.
Derartige Irrlehren, auch Bethel, ist nur ein aktuelles Beispiel, sind sehr populär und weit verbreitet. Solche populären Lehren werden wir uns auch bei einem Schulungstag für Leiter in der Gemeinde näher anschauen. Vor diesen müssen wir uns wirklich in Acht nehmen. Aber wozu ich euch eigentlich und am Ende der heutigen Predigt ermutigen will: Bleibt einfach beim Wort der Wahrheit. Wenn wir eifrig Gottes Wort studieren, um uns vor Gott als bewährt zu erweisen, wie es hier heißt, dann werden wir viel weniger von falschen Lehren und Propheten verwirrt werden. Wir alle sollten Gottes Wort kennen. Wir alle sollten zugerüstet werden und wachsen, um feste Speise bekommen zu können, wie wir in Hebräer 5, 12 bis 14 ermahnt werden. Damit wir, wie es in Epheser 4, 14 heißt, nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Nächstes Mal werden wir uns noch genauer die notwendige Reaktion ansehen, zu der wir gegen Irrlehre aufgefordert werden. Wir haben schon erkannt, dass es ein mutiges, klares und manchmal auch einschneidendes Eingreifen oder Abwenden braucht. Gottes Wort zeigt uns diese wichtige Reaktion auch in den kommenden Versen anhand eines wunderbaren Bildes vom Haus Gottes. Ich hoffe, das ist ein richtiger Cliffhanger für den nächsten Sonntag. Seid gespannt, wie das Bild vom Haus Gottes uns etwas über Reinheit lehren soll. Gott will uns dort zeigen, wie souverän und treu er ist, aber er will uns in seinem Haus auch zur Verantwortung aufrufen. Also bitte unbedingt den zweiten Teil nicht verpassen, es geht spannend weiter. Diese Stellen bilden eine wichtige Einheit. Und es wird nicht ganz so lang dauern wie heute.